Hallöchen zusammen und ein herzliches Willkommen hier zurück in Scum. Oh, guck mal hier, da ist auch nochmal so ein Teil, wo man auch öfters Nahrung findet. Naja, kurz durchatmen. Okay, warte, da gehen wir auch noch mit rein. Und dann will ich kurz mal hier die Sachen mal ausladen. Zack, zack. Alles mal da rein. Das Geld packen wir dahin. Das mal da rein. Ja, das würde ich gern bei mir behalten gerade. Das Schwarzpulver. Das da rein. Den Faden, naja, komm, können wir doch eigentlich kurz machen. Dann können wir die Jacke mal gleich reparieren. So, Unterhose wegpacken. Wenigstens das eine heiße Teil weg. Okay, Fahnen einpacken. Zack. Zack. Das isst du nochmal geschwind. Ja. Vielleicht finden wir jetzt gleich noch was anderes zu essen. Passt den Haken. Na komm. Hau rein. Oh ja, nochmal Geld. Schön. Schön, schön. So, und hier Ketchup. Bier und nochmal eine Zwiebel. Ketchup hat auch gut Proteine, aber sehr gut Proteine. Komm, nimm mal ein Stück. Es schmeckt irgendwie komisch. Ja, ja. Dann behalt das doch. Gut. Ja, das ist keiner von den Autos. Alles klar. Bam, 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 bam. Na gut. Dann schufst du dich mal weiter durch die Gegend. Schuften wir uns mal weiter durch die Gegend. Ach ja. So, jetzt ist mein Plan. Darum und dann hier über die Brücke rüber. Sportlich, sportlich. Ich glaube, der Bauch wird auch rot, wenn du unter 50% kommst, glaube ich. Aber warte mal, ich habe mich nicht verguckt, ne? Ja, die Blase ist 41%, also. Passt noch. Der ist nur einfach, warte mal, die sagen mir das, glaube ich, auch, Gesundheit. Guck mal, da, Magenknurren. Ja, Magenknurren, leerer Magen.
So, dann müsste es ja jetzt bald links abgehen. In Real ist eine Aloe eine Heilpflanze. Ich weiß nicht, ob im Spiel das hier auch ist. Mit der Aloe Vera. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber eigentlich ja. In sämtlichen Spielen ist Aloe Vera ja eine Heilpflanze, ne? Aber guck mal, da haben wir ja gerade eine. Wir gucken einfach mal. Wenn da gerade zufällig eine ist. Können wir mal gucken. Aloe Vera. So. Natürlich in Englisch. Ja, aber ist auch irgendwie so ein natürliches Medizinstück. Ist auch hier. Ja. Ich hoffe, die Brücke ist nicht so voll mit Zombies. Was kommt eigentlich nach der Brücke? Wenn wir da sind, dann ist da wieder so ein Hafendörfchen, ne? Vermutlich. Oh, warte mal. 44%, dann essen wir noch mal ein Stückle. Wäre doch gleich zwei. Stoffwechsel. Ja, sieht gut aus. Mal gucken, was auf der Brücke so los ist. Lauf, kleiner Mann. Lauf durch die Gegend. Eine stille Brücke. Da gehen wir jetzt mal rüber. So. Hast du gut was zu tun? So, pass auf, am Ende der Brücke ist eine Straßensperre, kommen wir nicht durch. Das wäre es ja. Oh, nee, nochmal zurücklaufen, hätte ich keinen Bock. Mach noch mal ein kleines Päuschen, kleiner Mann. Du hast es dir verdient. 48% Hunger. Naja, ein bisschen ist ja hochgegangen. Ne? Ein bisschen ist ja hochgegangen. Schon mal gut. Schon mal gut. Aber auf der Brücke ist auch nichts Interessantes, Spektakuläres, ne? Ein paar kaputte Autos. Aber ist trotzdem gut gemacht. Sieht gut aus. Und gut designt. Boah, jetzt geht sein Essen wieder runter. Na ja, komm, dann ess das den letzten Rest. Und dann finden wir schon irgendwann wieder was.
Okay. Ja, gut. Ja, gut. Das ist doch ganz nett, ja. Puh, ist aber auch echt eine lange Brücke. Holla die Waldfee. Ach, guck mal, Essen, 49%, ne? Kommen wir gleich auf 50? Schafft das noch? Guck mal, da ist Müll zum Durchsuchen. Haben wir denn Bolzen? Nö. Nö. Nichts Spektakuläres hier mit bei. Schade. Ja gut, auf 50% hat das nicht mehr geschafft. Schade eigentlich. Schlappidi, schlappidi, schlapp, schlapp, schlappidi, schlapp, schlapp, schlapp. Jetzt haben wir gleich die Brücke hinter uns gelassen. Da 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 da. So, willkommen auf der anderen Seite. Wir sind angekommen. Das war jetzt aber auf Weg. Von Z1 da links oben. Da bin ich gespawnt. Wenn ich so nachträglich drüber nachdenke, hätte ich bei Z1 da an die Brücke hochgehen sollen und nicht da zum Händler rum. Das war jetzt nachträglich ein bisschen doof. Aber gut, das weiß man ja vorher nicht. Wir haben zumindest eine Schubkarre gefunden unterwegs. Und ein bisschen Kleidung. Mal gucken, wann ich jetzt den ersten Hof hier mal antreffe. Wo ich vielleicht mal doch die ein oder andere Feder bekommen kann dann. Aber weit gekommen, muss ich sagen, weit gekommen für zu Fuß. Und auch das ein oder andere abgeklappert. Nicht schlecht. Jo, jo. So, komm hier. Was machen wir jetzt da gleich an der Abqualzweigung? Gehe ich hier lang? Ich glaube, ich gehe hier durch, ne? Einmal hier durch das Dorf und dann hier wahrscheinlich hoch. Aber das sieht mir nicht aus, als wenn hier irgendwelche Höfe wären. Da hinten könnte vielleicht ein Hof sein. Oh Mann, oh Mann. Da auf jeden Fall irgendwie. Ich glaube. Ich glaube, ich werde hier hoch und dann vielleicht diese Strecke, da könnte auch ein Hof sein, hier so rumlaufen, wieder Richtung Händler einfach mal. Ja, ich glaube, das ist ein Plan. Das ist zumindest mal ein Plan.
Okay, guck mal. Da unten ist das Dörfchen. Und jetzt da Stück für Stück. Ach komm, wir paddeln hier runter. Voll. So, lass mich mal einen Schluck trinken. Ah, da hinten sehe ich schon wieder so einen kleinen Verkaufsstand, Supermarkt. Was ist das? So eine, ja, To-Go-Ding da halt. Irgend so ein Shit. Oh, da ist eine Polizei. Oh. Oh. Das juckt schon wieder in den Händen. Aber nein, nein, nein. Nein. Okay. Da ist einer drin. So. Ich bin hier hinten, das weißt du schon, ne? Ich habe jetzt aber echt was verballert. Den habe ich auch nicht so gut getroffen. Ah, warte mal, da müssten ja... Guck mal, da hängen sie. Oh, Whisky. Ja, Whisky. Brauche ich nicht. Die Kasse ist leer. Oh, was ist das? Cocoa Powder. Hier ist trotzdem ein bisschen was davon. Zumindest ein Apfel. Beißen wir mal in den Apfel rein. Kurze Hosen. Sag mal, haben die kurzen Hosen eigentlich... Ja, die haben genauso viele Slots wie eine lange Hose. Ja gut, das könnten wir reparieren. Nehmen wir mal eine kurze Hose mit. Dann reparieren wir die gleich mal. Ich habe ja da. So. So, Kakaopulver. Ja, die packen wir mal ein. Ja, ja, doch, machen wir, packen wir mal ein, die lange. Ich habe ja Platz in meiner Schubkarre. Zack. So, jetzt will ich aber da hinten noch die zwei Häuser durchsuchen. Ach, oh, warte, da ist ein ATM. Ich habe doch wieder, ja, ich habe Knete. Das packen wir gleich mal drauf. Schon mal absichern. So, Einzahlung 300. Oh, perfekt.
Perfekt, 700. Oh, da ist eine Garage. Oh ja, Licht. Komm, jetzt nehmen wir Licht mit. Schraubenzieher, naja, wunderbar. Und da habe ich noch eine gesehen. Oh, guck mal, da ist noch mehr Licht. Jawohl, das ist... Nein, brauche ich nicht. Stacheldraht will ich jetzt auch nicht. Mit dem, mit dem, mit... Okay, gut. Oh, guck mal, ich bin 53% Essen. Perfekt. Packen wir mal kurz die Lichter da rein. Und die kann ich beim Händler dann ja auch wieder für gut Knete loswerden. Ich glaube, ja. Okay. Ich muss durchs Dorf hier, ne? Ja, um da durchzukommen. Also die Polizeistation lasse ich jetzt weg, weil ich habe noch nicht viele Dietriche und Schraubenzieher. Aber da ist noch Garage. Da ist ja noch eine Garage. In der einen war ich drin, die andere habe ich nicht gesehen. Ein Dietrich, okay. Schraubendreher. Das. Oh, hallo. Da kommen gerade welche zu Besuch. Wie viel habe ich denn noch? 11, okay. Ja, jetzt kommst du. Jetzt bist du platt. Was? Ja, der ist da noch um die Ecke. Der da noch, komm her. Dich kriegen wir auch. Oh ja, wunderbar. Sehr schön. Gut. So, schnell weiter hier weg. Weg von der Station. Die sind gefährlich. Ah, da vorne ist nochmal eine Garage. Ja, nehmen wir die Garage mal mit. Aber ich glaube, dass ich da mal reingehe. Ha! Na, eine Feder? Keine Feder. Schade. Okay, nehmen wir mal Metallschrott mit. Sammeln wir das mal mit ein. Ziegelstein. Kirschsamen, das packe ich mal ein. Ein Tütchen ist immer ganz gut. Und da haben wir Dünger. Nee,
Okay. Ja, jetzt könnte ich einen Wagenheber mal wieder gebrauchen, ne? Jetzt, wo ich mal langsam einen schleppen kann, kommt keiner mehr. Na, guck mal, jetzt hätte ich nämlich da vorne schon die Reifen abmachen können. Und mitnehmen. Schade, schade. Ohne Wagenheber kriegst du den ja leider nicht mit. Aber was ich mitkrieg, sind deine Lichter. Die darf ich entfernen. So, dann packen wir das mal da rein. Das auch mal. Dann machen wir mal die Feder. Jetzt habe ich zumindest mal zwei Stück. Yippie. Genau, gucken wir mal. Ah, komm her, mach mal auf. Oh. Leer gesaugt. Komplett leer gesaugt, okay. Gut, dann geht die Reise weiter. Dann geht die Reise weiter. Irgendwann finden wir auch wieder Wagenheber und dann kann ich mir auch die Reifen abmontieren. Einfach in den Dörfern die ganzen Garagen mitnehmen. Dann wird da schon einer was sein. Ah, du bist ein Friedhof. Lass mal stecken. Hast mir zu viele Tote. So, okay. Erstmal gerade rüber und dann machen wir dann in der Kreuzung da nach links, na, die Hauptstrecke. Wieder weiter. Warte mal, hast du eine Kaktee da drin? Feigenkaktus. Ja, komm. Die schmeckt komisch. Wieso schmeckt dir das komisch? Magst du keine Kakteen? Die schmeckt auch komisch. Okay. Dann halt nicht. Und weiter geht's. Das wird schon mal gucken, was da vorne an der Kreuzung ist. Und dann links herum. Perfekt. Okay, was hast du jetzt für ein Problem? Du leuchtest jetzt aber ganz schön. Ah, ich glaube, ah, das ist durchs Schieben, ne? Durchs Schieben der da Schmerz, Hitzegefühl. Ja, ich sollte Handschuhe holen. Das habe ich vergessen. Aber warte mal, wir haben ja Schmerztabletten. Ess die einfach mal. Und Handschuhe finden wir auch noch irgendwann. Ja, jetzt hat er das in den Armen, ne? Ah ja, da, okay. Handabrission. Ja, das war wohl zu viel. Gut, da muss er jetzt durch. Ich muss erstmal Handschuhe finden und dann kriegst du Handschuhe angezogen, junger Mann. Ja, kann man auch so sagen, ne? Blasen an den Fingern. Aber klar, wenn ich das in der Realität ohne Handschuhe mache, das tut dir auch irgendwann in der Hand weh. Deswegen finde ich das Spiel so genial, weil das echt viel simuliert.
Hier musst du echt versuchen, richtig logisch zu denken. Das ist manchmal gar nicht so einfach. In dem einen Dorf, wo ich war, da hatte ich mal Handschuhe gehabt. Aber da habe ich vergessen, dran zu denken, dass ich die hätte mitnehmen sollen. Guck mal, da ist ein Häuslein. Sind wir schon an der Ecke? Ja, wir sind an der Ecke. Ach, das scheint noch mal ein kleines Dörfchen zu sein. Ne? Das sieht mir jetzt aber eher so nach einem Hof aus und nicht nach einem Dörfchen, so zwei, drei Häuser. Ne? Genau, ich muss eh auf der Hauptstraße bleiben. Da geht's nach Kampor. Da wollen wir aber nicht hin. Ach, guck mal, hier ist noch ein Auto. Ein WW, ein Wolfswagen. Packe ich schon mal die Lichter ein. Auch leer. Auch kein Motor drin. Aber allein die Lichter, das gibt schon gut Knete. So, dann gehe ich einmal da reingucken. Küchenmesser über Küchenmesser. Ach du grüner Heiliger. Was liegt da? Eine Hose. Da liegt das da, okay. Eine Feuerwehrjacke. Ah, warte mal. Ne, ist für die Motorradjacke. Kann ich nicht drüber legen, ne? Nein, die lege ich nicht drüber, denn... Wobei die Feuerwehrjacke echt geil aussieht. Ja... die Feuerwehrjacke. Oh, nichts drin. Ah, Wollhandschuhe. Ja, nehme ich zumindest mal die Wollhandschuhe mit. Ist zwar ziemlich warm, aber besser als erstmal gar nichts. So, was haben wir denn hier oben noch? Aha, aha. 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 Ah, guck mal, jetzt... Leuchtet schon gar nicht mehr auf. Wir müssen Hauptstraße, genau. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.